Schatz, wie schön, dich zu sehen. Na, wie war Weihnachten? Bist du auch noch so voll gefuttert? Oh, ich fand's echt schön. Also, ja? Wie das so ist mit Kindern, ne? Es war ganz schön wuselig, aber wir hatten uns doch letztens noch über Überkonsum unterhalten. Mhm. Und ich war echt gespannt, was so verschenkt wird und vor allem wie viel. Und ich war im Endeffekt echt überrascht. Wieso überrascht? Naja, also meine Nichte zum Beispiel, die hat sich ein Tablet gewünscht, weil das alte kaputt ist und sie wollte das alte aber nicht wegschmeißen, weil sie gesagt hat, vielleicht will das ja irgendjemand reparieren, das war so süß. Und meinte sie so, ja, da sind ja ganz viele Ressourcen drin. Das hat sie in der Schule gelernt, in den Rohstoffwochen. Wie krass, oder? Echt? Ja. Das ist ja eine mega Einstellung. Aber ehrlich, wussten wir in dem Alter schon irgendwas über nachhaltiges Verhalten oder geschweige denn Ressourcenschutz oder nee, sowas? Aber ich finde sowieso, dass Kinder und Jugendliche mittlerweile da viel weiter sind. Also ich weiß nicht, wie würden wir das nennen? Green Lifestyle oder sowas, das ist denen ja echt wichtig. Also wenn es jetzt um Kleidung geht oder um nachhaltiger Leben, finde ich schon echt gut. Deswegen fand ich ja auch deinen Hinweis mit dem Recyceln von Lampen so wichtig, weil das trägt natürlich auch dazu bei, dass der ökologische Fußabdruck nicht größer wird. Absolut. Ne? Habe ich nämlich dann auch gleich meiner Nichte erzählt. Ja, ist auch richtig cool, dass die Kinder heutzutage in der Schule darüber aufgeklärt werden. Finde ich auch.